der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören richtig. Sie sind nicht falsch. Sie sind hier bei Der existierende Mensch, der monatlichen Radiosendung auf 105,9, zu Themen rund um das Thema Menschsein, Themen rund um den Bereich Existenzanalyse, Logotherapie in Verbindung mit ganz interessanten anderen Themen. Wieso diese Geschichte am Anfang? Ja, meine Damen und Herren, die das letzte Mal zugehört haben, wissen es. Ich habe eigentlich das letzte Mal angekündigt, es geht heute um den Bereich Märchen und Sinn. Ich muss Sie leider ein bisschen enttäuschen. Es ist nicht so. Ich habe eine ganz interessante Person zu diesem Bereich eingeladen. Leider ist was dazwischen gekommen. Deswegen heute nicht der Bereich Märchen und Sinn. Wir haben den ein bisschen verschoben auf März nächsten Jahres. Aber um Sie trotzdem nicht allzu sehr zu enttäuschen, habe ich mir gedacht, ich lese Ihnen mal diese Geschichte vor. Diese Geschichte stammt aus Bali. Ich war ja so während der letzten Sendung in Bali. Auch dieses Lied, das ich eingespielt habe, ist von Bali. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung können Sie auch gerne wieder nachhören. Gehen Sie auf... Entschuldigung, jetzt muss ich kurz was trinken. Ja, wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, gehen Sie auf... Entweder auf www.freirad.at, da finden Sie die Links, oder Sie gehen auf www.sinn-los.at, da klicken Sie dann auch auf den Link zur Sendung, da finden Sie alles Weitere zu dieser Sendung, zu meinem heutigen Studiogast, aber auch zu den vergangenen Sendungen. Sie können auch die Sendungen herunterladen und noch einmal anhören, falls irgendwas Interessantes für Sie dabei war. Ja, machen Sie das. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung dreht sich um das Thema alternative Wege und Sinn. Mein heutiger Studiogast hier im Studio, Mario Mitterecker, praktischer Arzt und Homöopath. Damit Sie Näheres über den Mario wissen, habe ich mir gedacht, ja, machen wir heute auch wieder den existenziellen Steckbrief, wie sie es gewohnt sind, und ja, ich glaube, das hat sich ganz gut bewährt. Ja, Mario. Name? Mario Mitterecker. Geboren? 1969 in Schärding in Oberösterreich. Aufgewachsen? Eben dort, nachher in Oberösterreich aufgewachsen, eigentlich bis zum 20. Lebensjahr, kann man sagen, bin ich dort geblieben. Und dann? Dann bin ich nach Salzburg, habe dort am Flughafen Salzburg nachher gearbeitet, habe als Ausbildung HTL gemacht für Nachrichtentechnik und Elektronik. Habe dann auch als Techniker gearbeitet, zuerst nachher 2 Jahre schon in einer Skifabrik in der Entwicklungsabteilung und nachher am Flughafen Salzburg. Und dann hat sich für mich schon einmal die erste Sinnfrage gestellt, will ich in dem Beruf bleiben oder nicht? Und das war für mich damals als Techniker im Prinzip war es nur noch so, dass man einfach halt den einen Computer, wenn er defekt war, hat man ausgetauscht. Also im Prinzip hat man nur noch halt quasi Kabel gesteckt und so weiter. Es war für mich nicht mehr so sinnvoll, diese Arbeit, und deswegen habe ich mich umgeschaut. Und damals habe ich mich schon sehr interessiert für Heilmethoden, Heilkunst, vor allem aus dem alternativen Bereich eben. Sprich irgendwie Kräutermedizin, Akupunktur, auch schon Homöopathie damals. Und dann habe ich eben nachher angefangen, nachher Medizin zu studieren. Ich habe dann also nach 5 Jahren Arbeit, habe ich die Arbeit nachher damals nachher gekündigt. Viele haben auch gemeint damals, von meinen Kollegen,
quasi gut bezahlten Beruf damals schon gehabt. Das kannst du nicht machen, so mit 24 Jahren wieder studieren anfangen. Aber ich habe es dann gemacht und habe nachher fertig studiert und jetzt bin ich praktischer Arzt. Meine Damen und Herren, Sie hören, ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Ganz interessanter Studiogast und passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema Sinn, Sinnthematik und auch alternative Wege. Sie hören alternative Wege in der Biografie von Mario, aber auch alternative Wege, und da kommen wir dann noch, glaube ich, während der ganzen Sendung dazu, auch in den Behandlungsmethoden, ja, wo sich ja auch so, denke ich mal, so die Bereich der Homöopathie unter anderem auch von der Schulmedizin sehr unterscheidet. Wo und was und wie, da kommen wir noch dazu. Mario, aber bevor wir da noch in die Thematik eingehen, so als letzte Frage, was machst du gern? Was ich gern mache? Eine gute Frage. Im Prinzip mache ich meine Arbeit jetzt gern, aber was ich sonst gern mache, ist mit meiner Familie was machen, mit den Kindern und gerne in der Natur, nach dem Bergsteigen, Skifahren, Skitouren gehen, das mache ich gern. Mario, du hast uns auch einiges an Musik mitgenommen. Ich glaube, bevor wir dann näher auf die anderen Sachen eingehen, was soll man denn spielen? Ja, ich habe mal als erstes vielleicht noch von U2, I still haven't found what I'm looking for. Auch ganz, ganz treffend. Okay, meine Damen und Herren, YouTube. Ein Versprecher. Sie hören, meine Damen und Herren, es ist eine Live-Sendung und in einer Live-Sendung kommen einfach Versprecher vor. Ja, das macht das Wesen einer Live-Sendung aus. Also, die Gruppe YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Mario, du hast uns zuerst so von deiner Geschichte erzählt, von dem davor Techniker. Dann der Flughafen war mit dabei, dann andere Bereiche waren noch mit dabei, also ganz, ganz vielfältige Berufserfahrungen. Dann hat es die so in den medizinischen Bereich hingetrieben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so auf dieses Lied aufbauend, hast du gefunden, nachdem du gesucht hast, wo du so, have you found what you're looking for? Im Prinzip habe ich schon gefunden, beziehungsweise ich habe jetzt was gefunden, was mich sehr zufrieden macht. Im Prinzip suche ich eigentlich nichts, deswegen kann ich nicht das finden, was ich suche, weil ich eigentlich nichts suche momentan. Das war überhaupt so in meinem Leben, dass ich eigentlich nicht immer nach was Neuem gesucht habe, sondern es hat sich einfach vieles ergeben und vieles auch einfach heraus aus dem, dass mir irgendwas nicht mehr zufriedengestellt habe, habe ich einfach geschaut, was könnte ich sonst noch machen. Das war also gerade so als Techniker, wie ich schon anfangs kurz erzählt habe, dass mir einfach die Arbeit nicht mehr so zufriedengestellt hat. Mir hat es anfangs Spaß gemacht. Ich habe die HTL damals gern gemacht. Ich habe diesen Beruf gern ausgeführt als Techniker, als Nachrichtentechniker und Messtechniker, auch als Programmierer gearbeitet. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, das stellt mich nicht mehr so zufrieden und dann habe ich halt was Neues gesucht. Und dann habe ich schon jeweils das gefunden, eigentlich, nachdem ich gesucht habe. Und es ist ja gerade so, wie damals dann als Techniker, als sozusagen alter Mensch, so mit 24 auf die Uni gekommen bin, da war ja wirklich alt sozusagen, weil überall die 18-Jährigen, da bist als 24-Jähriger wirklich alt. Und auf der anderen Seite aber studierst du nachher einfach auch viel schneller, weil die mit 18 Jahren, die ja, haben dann irgendwann einmal auch die Sinnfrage, macht das überhaupt Sinn, das Studium und. Das habe ich damals von meinen Kollegen überall mitgekriegt. Und ich habe halt wirklich dieses Studium nachher so in der Mindestzeit nachher durchgezogen, weil ich einfach gewusst habe nachher, was ich will. Und somit ist das dann einfach viel schneller gegangen nachher. Und somit habe ich dann schon immer schon quasi das gefunden, nachdem ich gesucht habe. Ja. Du wirfst ja da ganz interessante Fragen auf, beziehungsweise Themenbereiche. So zum einen, wo du gesagt hast, so früher, du hast eigentlich nichts gesucht, du warst offen für die Welt. Wenn man das so mit dem Blick von Viktor Frankl, so den Begründer von der Logotherapie anschauen, da wäre es, einige Damen und Herren, die was zuhören, haben das vielleicht in anderen Sendungen von mir schon gehört, aber da wäre so dieser typische Ausspruch von ihm drinnen, so, frag nicht, was du willst von der Welt, sondern frag, was die Welt will von dir, gell? Und da spielt er genau auf das an.
offen sein für das angefragt sein von der Welt, für die Möglichkeiten von der Welt und nicht so mit quasi vorgefertigten Ideen, Zielen in der Welt miteinander gehen und dann schauen, okay, das bekomme ich nicht, das bekomme ich nicht, das bekomme ich nicht, das bekomme ich nicht, wie schlecht meinst die Welt von mir, sondern so in Richtung, okay, wo eröffnen sich Möglichkeiten, Zugänge, wo werde ich angefragt, aus der Welt herum, ja. Ja, also ich sehe es genauso und das hat sich auch bei mir ja nachher fortgesetzt während dem Medizinstudium, wo ich dann, weil wie ich schon vorher auch gesagt habe, primär hat mich eigentlich immer mehr schon andere Sachen interessiert, also Kräutermedizin, Akupunktur, gerade so die chinesische Medizin. Aber letztendlich habe ich nachher doch Medizin studiert, damit man in Österreich einfach wirklich als Arzt nachher tätig sein kann. Und dann kann man ja seine therapeutischen Wege wählen. Und ich habe unterm Studium dann schon angefangen, einfach zu schauen, quasi was gibt es alles. Ich war auch nicht gleich irgendwie vorgefasst irgendwas, sondern ich habe wirklich einfach ein bisschen rundum geschaut, was gibt es. Und ja, also von daher kann ich diesen Ausspruch von Viktor Frankl durchaus bekräftigen, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man einfach offen ist für alles. Und bei mir ist es letztendlich nachher die Homöopathie geworden. Ich habe da einfach sehr interessante Seminare besucht, das hat mich nachher einfach sehr fasziniert und somit habe ich diese Ausbildung nachher in der Homöopathie abgeschlossen und bin auch jetzt als Homöopath nachher tätig. Und auch da ist es ja leider so, dass die Homöopathie noch nicht so ganz anerkannt ist in Österreich, beziehungsweise anerkannt schon, insofern es gibt auch das Diplom für Homöopathie von der Ärztekammer natürlich, für Komplementärmedizin, aber es gibt halt leider noch sehr viele quasi sogenannte Schulmediziner, die halt einfach rein wissenschaftlich denken und nachdem der klare wissenschaftliche Nachweis der Homöopathie halt leider noch nicht gefunden worden ist, gibt es halt viele Ärzte, die das nach wie vor ablehnen. Und das ist aber was ich einfach falsch finde, weil wenn man nicht weiß, warum etwas funktioniert, es einfach gleich abzulehnen, ist einfach falsch, sondern ich sage da, die Offenheit für alles ist einfach wichtig. Deswegen lehne ich prinzipiell überhaupt keine Therapiemethode ab, weil es kann alles einfach Sinn machen. Alles, was hilft, macht Sinn. Also meine Damen und Herren, Sie hören ganz ein offener Studiogast heute bei mir in der Sendung. Die Sendung heißt, für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, der existierende Mensch. Heute zum Thema alternative Wege und Sinn. Mein heutiger Studiogast, Mario Mitteregger, Allgemeinmediziner und Homöopath. Was auch ganz interessant war bei dir, Mario, ist so, bevor wir nochmal so mehr auf die Homöopathie eingehen, so dieser gesamte Werdegang, weil ich glaube, dieser Werdegang spiegelt da so die heutige Zeit wider. Man könnte sagen, wenn man so weiter zurückgeht, sagen wir mal 50, 60 Jahre, ja, so, ich denke mal so eine Generation vor mir, da war es einfach Standard. Man lernt einen Beruf und bleibt bei diesem Beruf, bis wir dann in Pension sind. Du hast zuerst so wenn wir das Lied eingespielt haben, so ein bisschen gesagt, so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Das wäre so ein typischer Ausspruch aus dieser Zeit. Ja? Was man gelernt hat, macht man. Egal, ob man es will, egal, ob es das Richtige für einen ist. Also diese Frage hat sich nicht zu stellen. Werte sind ganz klar. Ein Beruf, eine Familie, ein Haus bauen, vielleicht einen Baum pflanzen. Und dann ist es so. Und ich denke mal, so wie du deinen Werdegang einfach beschreibst, ist das ein Werdegang, der in abgewandelter Form viele trifft. Das heißt, der Beruf, mit dem man startet, ist oft nicht der Beruf, mit dem man dann so in die Pension geht. Dazwischen sind 2, teilweise auch 3 andere Berufe, andere Ausbildungen, andere Interessen. Und ich denke mal, also das Interessante bei dir, wie du sagst, du hast dann auch einen Unterschied gemerkt, wie du studiert hast, wie du als 24-Jähriger auf der Uni warst, wo einfach gesagt hast, okay, für dich sind andere Werte im Vordergrund gestanden, auch beim Studium, oder? Ja, das war sicher so. Ich war ja auch damals schon verheiratet, auch eigentlich ungewöhnlich als Student und unterm Studium nachher schon das erste Kind bekommen. Auch, dass ich überhaupt studieren habe können, dass ich meine Arbeit nachher gekündigt habe, war ja auch nur möglich, dass ich schon verheiratet war, dass meine Frau dann auf einmal aufkommenspflichtig war für mich. Auch das war ja ganz anders, wo uns die Leute teilweise nachher schief angeschaut haben. Quasi, was soll das? Die Frau arbeitet und der Mann quasi verdient nichts. Auch wieder völlig ungewöhnlich. Also von daher war bei uns sicher vieles anders nachher. Ja. Aber eben, ich sehe es auch so, dass man
auch durch das, dass ich einfach einen zweiten Beruf gemacht habe, das sich einerseits ja auch gut ergänzt, weil der erste Beruf ja nicht umsonst war. Die Grundlagen der Technik kann man ja, also gerade heutzutage, wenn man sich bei Computer auskennt, ist es nachher sehr, sehr wertvoll. Und so wäre es mit jedem anderen Beruf auch das, was man vorher gemacht hat. Diese Erfahrungen, die kann einer ja niemand wegnehmen. Und von daher ist das wirklich eine tolle Sache, wenn man die Möglichkeit hat, auch was anderes zu machen, als wir nur in etwas zu bleiben, obwohl man vielleicht irgendwann gar nicht mehr glücklich ist darin, aber weil es halt so üblich ist, man muss in dem einen bleiben, das wäre sicher falsch. Und ich denke mal, so diese Synergieeffekte, wie du sagst, so das, okay, was ich mal gelernt habe, kann mir auch keiner nehmen. Das ist ein Bestandteil von mir, ist ein Bestandteil von meinem Leben, von meinem Erfahrungsschatz. Da werde ich auch dann in einem nächsten Beruf, in der nächsten Tätigkeit heraus einfach schöpfen können. Ja? Also auch diese Offenheit gegenüber denen, so, okay, ich schlage einen neuen Weg ein, einen neuen, vielleicht alternativen Weg, und heißt aber nicht, dass der andere Weg dann abgetrennt ist, nichts mehr mit mir zu tun hat. Ganz interessant, so, wenn, wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die heutige Sendung, habe ich ja wieder ein bisschen so die Literatur durchgeforstet, bin da auf das Buch von Viktor Frankl gekommen, Ärztliche Seelsorge. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, Viktor Frankl hat einige Bücher geschrieben. Dieses Buch hat er geschrieben, erstmals so 1946 ist erstmals veröffentlicht worden, dann immer wieder überarbeitet, anders dann auch wieder gewisse Aspekte neu hinzugekommen, neue Kapitel, dann hinten noch einmal hinzugefügt. Ja. Aber ich denke mir, dieses Buch trifft immer noch zu im Großen. Ja. Das heißt, er beschreibt dazu mal schon so wie eine Arbeitslosigkeitsneurose. Ja. Also Arbeit als einen wichtigen Bereich in unserem Leben, als einen wichtigen Bereich, in dem wir zur Geltung kommen, der unseren Selbstwert stärkt, da wo wir Kraft herausschöpfen. Arbeit, also ein Bereich, wo wir nicht einfach sagen können, wurscht, was ich mache, egal. Beziehungsweise, wenn ich das sage, brauche ich vielleicht andere Bereiche, da wo ich dann auch Kraft herausschöpfe. Ja? Ich glaube, das wird zunehmend wichtiger. Was ich auch gefunden habe in dem Buch, und ich glaube, da sind wir, könnte man auch in dem Bereich von dir gut drinnen sein, Mario, so in dem Bereich praktischer Arzt zu sein und Homöopath zu sein. Frankl schreibt da, der Arzt ist dann vor die Aufgabe gestellt, seinen Patienten nicht nur, wie es immer schon zu den Aufgaben ärztlichen Handelns gehört hat, Arbeits- und darüber hinaus auch noch genussfähig zu machen, sondern nun geht es um die Leidensfähigkeit, eine dritte Aufgabe. Und ja, ich denke mal, du bist da direkt vor Ort. Zum einen als Praktiker und zum anderen als Homöopath. Was für Aufgaben stellen sich denn dir so in der alltäglichen Praxis? Ja, das ist natürlich als praktischer Arzt und so als richtiger Hausarzt sozusagen wirklich sehr vielfältig. Also wir behandeln als Hausarzt wirklich von 0 bis 100 und darüber hinaus. Und das ist wirklich das Tolle auch als praktischer Arzt, was mir einfach so gefällt, dass man wirklich, jetzt bin ich doch schon inzwischen 7 Jahre jetzt in der Ordination tätig, die Familien wirklich einfach mitverfolgt auf einem Leben und auch begleiten kann. Ja. Und Anforderungen einfach wirklich auf, wie du jetzt gerade quasi zitiert hast vom Viktor Frankl, die Arbeits- und die Genussfähigkeit. Gerade die Arbeitsfähigkeit ist halt in gewissem Alter ein großes Thema, weil jeder will einfach arbeiten können, beziehungsweise er muss auch arbeiten können. Das heißt, wenn jemand kommt mit Husten, Schnupfen, will er möglichst schnell wieder gesund sein, damit er wieder arbeiten gehen kann. Und, oder damit er was genießen kann. Und die Leidensfähigkeit ist halt gerade ein Thema einfach im Altwerden, beziehungsweise dann wirklich halt bei schweren Krankheiten, ja, dass man halt wirklich gewisse Krankheiten halt auch erleiden kann sozusagen. Es gibt ja leider nicht bei allen Krankheiten irgendwelche Heilmethoden, wo man wirklich was heilen kann, und da ist sicher einfach die Leidensfähigkeit, dass man einfach auch gewisse Leiden halt ertragen kann, sicher sehr, sehr wichtig. Und da kann man halt gerade als praktischer Arzt immer sehr viel Hilfe anbieten, weil einfach
das ist das, wie wir uns praktisch Ärzte auch sehen, einfach die Schaltstelle vom Facharzt, kommen die Leute wieder zurück zu uns, dass wir einfach sehr viel erklären können, reden können mit den Leuten, und da ist einfach das Gespräch sehr, sehr wichtig bei uns immer, dass man mit den Leuten spricht drüber. Und das ist das, was man anbieten kann. Und von den Therapiemöglichkeiten ist eben gerade dann die Homöopathie sehr interessante Sachen, weil man gerade in der Homöopathie wirklich den ganzen Menschen sieht. Auch das ist ja in der heutigen Medizin ja oft ein bisschen ein Problem, dass jeder Facharzt halt nur seinen Bereich sieht, immer nur, was er sieht, der Lungenfacharzt sieht nur die Lunge und der Gastroenterologe sieht nur den Magen und den Darm und so weiter. Und auch da läuft wieder beim praktischen Arzt, oder es soll dann beim praktischen Arzt, beim Hausarzt wieder alles zusammenlaufen. Und von der Therapie her ist es doch oft so, dass es einfach schulmedizinisch dann sehr oft einfach nichts gibt, aber homöopathisch man dann doch wieder oft sehr gut was anbieten kann. Und das ist einfach das Tolle, auch da einen anderen Weg einfach offen zu haben dafür. Ich denke mal, Homöopathie ist ja in der heutigen Zeit für viele ein Begriff und für manche aber doch nicht da. Vielleicht, Mario, kannst du uns ganz kurz erklären, um was geht es denn genau bei Homöopathie? Du sprichst so im Unterschied zur Allgemeinmedizin von einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Wie würdest du einfach sagen, was heißt denn Homöopathie? Jetzt angenommen, jemand kommt zu dir, jetzt nicht in deiner Aufgabe als praktischer Arzt, als Hausarzt, sondern als Homöopath. Was kann sich denn der Mensch erwarten? Als Homöopath oder in der Homöopathie ist eben die Herangehensweise so, dass man einerseits mal schaut, ein Erstgespräch braucht, wo jetzt halt nicht nur das Hauptleiden kommt, also die Hauptbeschwerde kommt, sondern auch das Ganze drumherum. Als Beispiel, wenn ich drei Patienten habe und jeder hat Magenschmerzen, dann kriegt er vom typischen Schulmediziner, wird nur einfach der Magen behandelt, mit jeweils kriegt jeder Patient das gleiche Medikament. Der Homöopath, der schaut aber bei den Magenschmerzen mal schon viel genauer an, der hinterfragt, wann genau, wie genau, durch was genau und auch das drumherum. Und da als grobe Klassifizierung, der eine Mensch zum Beispiel, dem ist immer eher zu kalt, dem anderen ist immer eher zu warm, der eine ist vom Gemüt her eher weinerlich, der andere ist eher sehr noch nie zornig. Also da spielt auch das alles mit rein. Da spielt auch der Werdegang ein bisschen hinein, der ganze Lebenslauf spielt hinein. Auch ob andere Beschwerden bestehen. Der eine hat zum Beispiel immer Rückenschmerzen dabei, der andere auch immer Kopfschmerzen dabei. Und somit entsteht einfach das Gesamtbild des Menschen. Und aufgrund dessen findet man, oder nachher versucht man, das homöopathische Mittel nachher zu finden, mit dem man das nachher wirklich behandeln kann. Und somit werden nachher nicht nur die Magenschmerzen behandelt, sondern auch das Ganze drumherum einfach. Auch andere Begleiterscheinungen werden nachher letztendlich damit behandelt. Und das ist das Tolle mit der Homöopathie. Und die homöopathischen Arzneien, wie eben die aufbereitet sind, das ist ja wieder so eine eigene quasi Technik, die ja der Dr. Hahnemann vor über 200 Jahren entdeckt hat, wo eben diese Mittel nachher homöopathisch aufbereitet, sprich potenziert werden und somit eben diese besonderen Eigenschaften haben und somit als Regulationsmedizin, die nachher Selbstenergie im Körper anregt, das zu heilen. Sie haben eh gemerkt, wieder ein bisschen Stock in der Erklärung, weil gerade da ist eben das, wo die Schulmedizin einhakt und sagt, ja, quasi noch, man weiß ja nicht, wie es funktioniert. Und deswegen lehnen es viele nach wie vor ab, wie ich ja vorher auch erzählt habe. Aber für mich ist immer das Argument, man hat ja vor 50 Jahren auch noch nicht gewusst, warum das Penicillin zum Beispiel funktioniert und angewendet hat man es trotzdem. Ich bin überzeugt davon, in einigen Jahren oder vielleicht auch erst in Jahrzehnten, aber irgendwann wird man sicher auch drauf kommen, nachher, wie die Homöopathie funktioniert, und dann wird es ganz selbstverständlich sein. Meine Damen und Herren, Sie hören ganz, ganz viele Hintergründe. Jetzt möchte ich Ihnen gerne so die Möglichkeit geben, hier im Studio anzurufen. Wir werden inzwischen eine Musik einspielen, werde dann gleich Mario fragen, was er gern hätte. Während dieser Zeit können Sie gerne anrufen, werde dann zuerst mich ganz kurz mit Ihnen unterhalten und wenn Sie wollen, kommen Sie dann auf Sendung. Sie können auch gerne anrufen und mir einfach am Telefon eine Frage sagen, die Sie gerne hier diskutiert hätten. Dann bringen Sie so ein und ich bringe Sie nicht auf Sendung. Sie können aber auch gerne dann auf Sendung reden. Die Telefonnummer wäre hierzu 0512 56 02 91 11.
noch einmal. Gib ihnen vielleicht gerade ein bisschen Zeit, dann können sie ein Blatt Papier holen und einen Bleistift. Genau, vielleicht am Kuchelkastel oder, keine Ahnung, im Wohnzimmer. Dritte Schublade von rechts. Telefonnummer 0512 56 02 91 11. Mario, was spielen wir inzwischen für Musik? Vielleicht von Queen, noch Don't Stop Me Now habe ich mitgebracht. Ah, das passt auch ganz gut. Genau. Queen, Don't Stop Me Now, und wenn Sie nicht zu stoppen sind, rufen Sie an. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, wir haben wirklich heute eine Stimme am Telefon, die uns gerne, beziehungsweise Mario gerne was fragen will. Ja, bitte. Ja, hallo Markus, da ist der Martin. Hallo Martin. Erstens wollte ich einfach einmal dir zu der Sendung gratulieren, weil ich es einfach toll finde, dass du das so schnell umgesetzt hast und dir auch so schnell ein Format entwickelt hast und daraus eine regelmäßige Sendung gemacht hast. Also einfach einmal toll, dass du das gemacht hast. Und an den Mario, kann man mich verstehen? Wir verstehen dich gut, Martin, ja. Hallo, okay. Grüß dich. Ich höre nicht so gut, aber dann rede ich einfach. Achso, doch, wir hören dich wirklich gut. Mhm. Gut, super. Ich hätte eine Frage. Erstens, Mario, super, also allein dieser Lebensweg ist sehr faszinierend. Vor allem auch einmal so diesen umgekehrten Weg zu hören. Also nicht nur sozusagen Arzt, praktisch Arzt und dann ein bisschen Zusatzhomöopathie, sondern einmal von der anderen Seite her. Und was mich da interessieren darf, ist so, es ist ja ein Konflikt in der Gesellschaft, also es ist ja nicht nur so, sondern so auch zwischen diesen Fronten, Homöopathie, Schulmedizin und so. Aber ich glaube, das kann ja nicht ganz Halt machen in der Person. Mich würde einfach interessieren, wie ist denn das innerlich? Wie geht es denn da mit diesen zwei Seiten? Wie kommt man da selber zurecht, wenn man mit Klienten zu tun hat, mit Patienten zu tun hat, in der täglichen Praxis? Wie spielen die zwei Seiten innerlich zusammen? Ja, interessante Frage. Also das ist gerade, das erinnert mich gleich wieder so an meine Ausbildungszeit, wie ich angefangen habe, während dem Studium, habe ich natürlich Studium, die Anatomie und alles und so weiter und so fort, dass man einfach stur auswendig lernen muss und dann alles lernt, wie alles quasi funktioniert, was alles wissenschaftlich erforscht wird. Und dann bin ich auf einmal so auf die Homöopathie gekommen. Dann habe ich so wirklich so eine Woche lang das Seminar gehabt in Homöopathie, eine ganz andere Gedankenwelt, ganz, ganz einfach, ja, ganz anderer Zugang. Und da hat man gleich geglaubt, mit Homöopathie, da kann man alles heilen und alles super. Und dann kommt man wieder zurück in die Schulmedizin. Das war wirklich teilweise für mich so ein Hin und Her, wo ich dann manchmal wirklich nicht gewusst habe, wohin soll jetzt nachher mein Weg wirklich gehen. Und jetzt ist für mich schon so, dass ich habe auch Kassenverträge jetzt, das heißt, ich behandle sehr wohl teilweise rein klassisch schulmedizinisch auch, aber schon auch die Homöopathie, weil man, ich sehe, eigentlich ist ja so gesehen alternativ ja eh nicht ganz richtig, weil es ist ja nicht nur entweder oder, sondern es soll ein und auch sein nachher. Und das ist das, was sie schon in der Praxis eigentlich nachvollziehen lässt, dass man wirklich beides kombiniert. Also das funktioniert dann schon sehr gut. Das funktioniert insofern, dass man einfach in der normalen Ordination im Akuten einfach gleich mal homöopathisch behandeln kann. Und wenn man einfach sieht, gerade bei chronischen Leiden, wo es einfach Sinn macht, etwas homöopathisch zu behandeln, dass die Patienten anbieten kann, dass man einen extra Termin auch für die Homöopathie nachher macht. Und somit ergänzt sich das schon sehr gut und ist dann eigentlich kein wirklicher Konflikt mehr, also zumindest nicht für mich selber. Ja, Martin, ist damit deine Frage beantwortet oder hättest ja, du gerne noch was? Genau, nein, ist genau eigentlich das, was ich eben was mir gerne gewusst hätte. Und ich denke mal, ja, man kriegt richtig Lust hinzugehen, also gratuliere auf jeden Fall. Mhm. Ja, danke dir auch, Martin, für deinen Mut hier in der Sendung anzurufen. Du hast ein bisschen, glaube ich, den Bann gebrochen. Jetzt okay, werden sich ab jetzt sehr viele trauen anzurufen. Also ich wunderbar. Glaub. Gut. Okay, also schönen Abend, okay? Danke, Martin. Ja. Vielen Dank, Martin. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, es kann sehr großen Spaß machen, auch hier in der Sendung anzurufen. Machen Sie das. Es wird das nächste Mal wieder die Möglichkeit geben, dass Sie hier in der Sendung anrufen können. Das nächste Mal wird sein in einem Monat, 3.1. Dann wird das Thema sein Klang und Sinn. Wir werden uns über Klänge, Musiktherapie, Musik, Stimme, alles Mögliche auch nochmal unterhalten. Ich glaube auch vielleicht alternative Wege oder vielleicht, so wie du gerade gesagt hast,
vielleicht gar keine alternativen Wege, sondern einfach Wege, die auch zu uns dazugehören. Ja? So, die was einfach ergänzt sind, da sind, wo man vielleicht sonst keinen Fokus drauflegen. Meine Damen und Herren, schauen Sie auf die Homepage www.sinn-los.at. Finden Sie immer wieder Informationen, Informationen zum heutigen Studiogast, Informationen zu vorigen Studiogästen. Sie können auch die Sendung herunterladen. Und meine Damen und Herren, trauen sich. Rufen Sie an. Sie finden eine Nummer, Sie können außerhalb der Sendung anrufen. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schicken mit Ihren Wortbeiträgen oder indem Sie einfach hineinschreiben, ma, das würde mich interessieren. Ma, könnten Sie nicht, kann ich nicht über das einmal reden. Ja, gerne. Ich kann auch Sie gerne in die Sendung einladen. Ja, melden Sie sich. Ich freue mich drauf. Regelmäßige Hörer, Hörerinnen wissen es. Ich habe immer wieder so eine Rubrik drinnen, die heißt Sinngedanken, Gedanken zum Thema Sinn. Auch da, bitte sagen Sie was, melden Sie sich. Ich habe hier auch wieder ein paar Leute interviewt zu dem Thema, habe sie gefragt, ja, sag's mal spontan, was fällt euch denn ein zum Thema Sinn, beziehungsweise was findet sinnvoll? Und das möchte ich Ihnen gerne vorspielen. Sinn, Gedanken, Gedanken mit Sinn. Zum Sinn des Lebens. Ich kann für mich nur sagen, dass ich ihn immer gesucht habe. Und das ist auch total schön, dass es sich immer ändert, der Sinn des Lebens. Was für mich Sinn macht, ist, wenn ich am Morgen mit meinem Hund spazieren gehe und ich mich auf seine Langsamkeit und seine Entspanntheit einlassen kann. Wenn ich den Blick habe für das, was um mich herum ist, wenn ich mal entschleunige. Was für mich Sinn macht, ist, wenn ich abends mich hinsetze und meditiere. Gedanken zum Sinn. Da fällt mir ein Spüren, wenn ich barfuß auf den Schotter gehe und meine Fußsohlen spüre, macht für mich Sinn. Als Kinder haben wir selbstverständlich Drachen steigen lassen und das war sowas von schön, das kann man gar nicht beschreiben. Wieso soll man das als Erwachsener nicht machen? Sinn, Gedanken. Gedanken mit Sinn. Ja, Sie hören ganz verschiedene Ideen, Gedanken. Einiges kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, einiges bringt Sie vielleicht zum Nachdenken. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Fragen wieder aus dem bekannten Buch Sinnvoll Leben. Ja, vielleicht hören Sie zu und ja, vielleicht ist die eine oder andere Frage auch dabei, die Sie beschäftigt. Mag ich das, was ich tue, auch tun oder tue ich es nur wegen der anderen? Also da geht es um Sie. Mögen Sie es tun oder tun Sie es wegen der anderen? Tun Sie es um der Anerkennung willen? Tun Sie es nur darum, um reibungslos zu funktionieren oder wieso tun Sie es? Sei es im Privatleben, sei es in der Arbeit. Ich glaube, ganz eine interessante Frage. Empfinde ich das, was ich tue, als richtig, wichtig und wertvoll? Auch diese Frage könnten wir uns von Zeit zu Zeit stellen. Vielleicht ist sie manchmal so und vielleicht ist sie manchmal auch nicht so. Spüre ich, was jetzt ansteht in meinem Leben? Da wird ein bisschen das Bauchgefühl angesprochen. Da wird so ein bisschen die Logik ausgeschalten und in Richtung schaut, okay, was ist denn für innere Stimme auch da? Mag ich so leben, wie ich gerade lebe? Und wenn nicht, was kann ich heute tun oder lassen, damit ich morgen leben mag? Also da geht es auch wieder um Sie selber, um Möglichkeiten, was Sie auftun, um Zustimmung, um Stellungnahme.
Und ich glaube, das macht auch das Leben aus. Das macht das Leben aus, das macht das Existieren aus im Unterschied zu der Hinwegetieren, dass sie sehr wohl als Person da sind und sie Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, bei unserem Studiogast haben wir heute ganz gut auch gehört, immer wieder verschiedenste Entscheidungen im Leben, verschiedenes Umdenken, verschiedene alternative Wege. Wir haben Synergien gehört. Ja. Mario, lang haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt vielleicht noch ein paar Minuten, dann werden wir eh schon ein Abschlusslied einspielen. Was wäre dir noch wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben? Also alternativ oder auch auf dem Hauptweg, wenn sie jetzt heute zuhören. Das ist jetzt schwierig, weil was soll ich jemandem mitgeben? Das klingt so, als wäre ich so allwissend sozusagen oder hätte ich für alles was parat. Also da tue ich mir jetzt sehr schwer darauf Antwort zu geben, muss ich sagen. Was mir schon wichtig ist, eben wie wir eh gemeinsam jetzt ausgearbeitet haben, dass einfach wichtig ist, auch mal den Mut zu haben, was anderes zu machen. Es erfordert schon auch manchmal Mut, was anderes zu machen, einfach wirklich einen neuen Weg zu gehen, anderen Weg zu suchen und den auch nachher durchzusetzen. Von daher ist einfach Mut und auch Geduld einfach oft wichtig, dass man etwas macht. Und gerade jetzt als Arzt sozusagen, jemanden mitzugeben, einfach mit, wie man mit Krankheit umgeht oder so, dass man einfach wirklich manches halt auch akzeptieren muss, dass halt manches so ist. Das ist schon auch oft so ein Thema bei mir in der Ordination immer, dass man halt leider nicht gegen alles ein Wundermittel hat, auch mit der Homöopathie nicht. Also bewahre, ich bin der Letzte, der quasi sagt, mit Homöopathie kann man nachher alles heilen. Wenn es so wäre, dann gäbe es keine kranken Menschen mehr, weil dann hätte das schon viel mehr durchgesetzt. Da muss man einfach so realistisch bleiben, dass es einfach für manche Dinge leider keine Heilung nicht gibt, aus welchem Grund auch immer. Und da zeigt sich für mich schon immer wieder, wie jemand mit Krankheit umgeht, wie dem sein Leben einfach weitergeht. Und das ist dann doch einfach die Zufriedenheit, die dann trotzdem jemand ausstrahlen kann. Das ist das, was ich einfach so oft bewundert und wo ich einfach auch von meinen Patienten so viel lernen kann. Gerade bei älteren Leuten, bei meinen Visiten im Altersheim, gibt es einfach so große Unterschiede. Manche, wenn man die Diagnosen durchliest, dann denkt man sich, na, um Gottes Willen, was der schon alles hat und was der alles mitgemacht hat. Und dann sieht man den Patienten und der hat trotzdem ein Lachen im Gesicht, ist nachher trotzdem quasi zufrieden mit seinem Leben und erzählt, was er alles gehabt hat in seiner Kindheit und. Und das ist dann toll. Und da denkt man, der ist jetzt 80 Jahre, hat momentan zwar Schmerzen und trotzdem hat er ein Lachen und das ist dann wirklich toll. Und das ist das, wo ich mir denke, einfach wirklich die Zufriedenheit haben mit dem, wie sie jetzt ist, das ist ein Um und Auf, was man lernen muss zu erreichen, finde ich. Das ist das, was man denkt, was man mitgeben kann. Klingt schön. Ich denke, man passt für viele Bereiche, wenn nicht sogar für jeden Bereich. Gell? Ich glaube, wir haben alle auch gewisse Vorurteile. Gewisse Vorurteile seien vielleicht auch wichtig, Stereotypen seien wichtig, weil wir in gewissen schnellen Situationen schnell entscheiden müssen. Und da ist natürlich gut, wenn wir vorgefertigte Meinungen haben. Aber auf der einen Seite haben es natürlich immer so das, ich höre was und habe dann so dieses Bild. Und dieses Bild, so wie du sagst, muss nicht dem Menschen wirklich gerecht werden. Ja? Weil der Mensch ist individuell. Also ich habe eine individuelle Person da, ich habe individuelle Ausformungen von der Person da, ich habe einen individuellen Umgang mit dem Ganzen. So wie du das von dem her, ich finde das total trefflich einfach auch gesagt hast. Ja. Und mein Vorurteil gegen Ärzte wäre ja immer ein bisschen auch gewesen, so in Richtung Ärzte, ja, da geht es um Körper, Körperlichkeit, da geht es um eine Salbe, eine Medizin finden und dann passt schon. Und so dieser Bereich des Psychischen, beziehungsweise sogar nochmal dieser Bereich um nur Ethisches, wie es Frankl gesagt hat, so dieser Sinnbereich, gell, um was geht's denn, was ist wichtig im Leben, gell, wieso mache ich was, hätte ich vielleicht mit meinem Vorurteil bei Ärzten manchmal bei gewissen Ärzten ausklammert, ja, vielleicht sogar mehr bei Ärzten ausklammert.
glaube, du hast mir das ganz gut genommen, gell? So auch in die Richtung, na, euch Ärzten geht's ja auch um das. Ja, also da bin ich froh, wenn ich da ein bisschen so Vorteile habe nehmen können, weil ich denke schon, dass gerade Ärzte und gerade bei uns als praktische Ärzte das einfach schon sehr, sehr wichtig ist. Ist immer der ganze Mensch wichtig, egal ob man jetzt nur quasi schulmedizinisch behandelt, also das klingt jetzt so, als wäre das quasi schlecht, oder ob man jetzt homöopathisch behandelt, aber also gerade als Hausarzt, das was um und auf ist, ist einfach Zeit für den Patienten haben. Das Gespräch mit dem Patienten, ich habe einfach Patienten, die kommen einmal so im Monat auf jeden Fall zu mir, nur kurz einfach erzählen mir, dass es ihnen eigentlich eh gut geht und dass der Blutdruck passt, und die wollen einfach wirklich Zeit haben und einfach reden können mit mir. Und von daher ist einfach die Zeit zu haben, den ganzen Menschen so zu sehen, das um und auf, das ist ja leider, oder wird es ein bisschen politisch halt, als Kassenarzt leider nicht immer möglich und so weiter, aber das ist ein anderes Thema nachher natürlich momentan. Aber das finde ich ist einfach das Tolle, und das stimmt leider schon. Es ist eben gerade, wie ich schon auch gesagt habe, so dieser Fachärztebereich, wo jeder Facharzt nur immer seinen Bereich sieht und, ist teilweise schon ein bisschen zerpflückt das Ganze, wo nicht mehr der ganze Mensch im Vordergrund steht. Aber es kommt schon immer mehr wieder, dass doch einfach der ganze Mensch auch schon in der Ausbildung, im Studium und so weiter wirklich Berücksichtigung findet und das ganze Krankheitsmodell, also wirklich nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch auch so in der Schulmedizin Einzug hält. Aber gerade eben, und deswegen war es mir wichtig, andere Bereiche so zu finden, in der Homöopathie war das immer schon so, ist es von Haus aus auch wichtig, dass man wirklich den ganzen Menschen sieht, und darum ist das für mich eine ganz tolle Therapiemethode, um Menschen nachher helfen zu können. Ja. Mario, vielen, vielen Dank, dass du heute Studiogast warst. Wie Sie hören, meine Damen und Herren, ich glaube, wir könnten noch weiterreden. Vielleicht der eine oder die andere hat jetzt richtig Lust bekommen, doch anzurufen. Leider ist die Zeit für heute vorbei. Ja, vielleicht kriegen wir ja die auch wieder mal dazu, bei einer anderen Sendung wieder, ja, ihr Gast zu sein. Gell? Also ich habe es total interessant gefunden. Ja, war wirklich eine interessante Sendung. War eine Sendung, eine sehr, sehr, denk mal, persönliche Sendung. Du warst für mich als Person gut spürbar. Es war, glaube ich, auch Medizin, Homöopathie. Gut spürbar für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Wohl, hat sehr gut gepasst, hat mich wohl gefühlt bei dir. Es gab zwar noch einige Bereiche, die ich auch noch ausführen wollte, wo wir eben vorher ja schon gesprochen haben, so in der Vorbereitung, über was wir alles reden könnten. Also von daher gern, wenn du mich wieder mal einladst, komme ich gern wieder mal zu dir her ins Studio. Okay, gut. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen sinnvollen Abend heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Schalten Sie wieder ein. Wie gesagt, 3.1. Thema Klang und Sinn. Mario, jetzt hätte ich doch eine Bitte. Könnt ihr zum Schluss vielleicht das Lied einspielen? Das habe zwar ich mitgenommen, aber ich glaube, das passt da ganz gut. Es war einmal der Mensch. Ich glaube, das passt da ganz gut. Ja, gerne.